Und damit begrüße ich jetzt bei mir im Studio Marie-Luise Beck und Ralf Füchs, ehemalige Grünen-Politiker, mittlerweile Gründerin bzw. Geschäftsführer des Zentrums für liberale Moderne. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sie sind gerade erst aus der Ukraine auch zurückgekommen, waren schon mehrfach seit Beginn des Krieges dort. Wie erleben Sie beide das Land und vor allem auch die Menschen? Inwiefern hat es sich verändert in diesen letzten anderthalb Jahren? Zunächst einmal hatten wir Glück. In Kiew waren Tage mit relativ wenigen Angriffen und man konnte dort fast das Gefühl haben, es gibt ein normales Leben. Aber in dem Moment, wo man weiter in Richtung Osten fährt, in Richtung der Front, und wir sind dann in Charkiw und sogar in einem befreiten Dorf gewesen, merkt man, was für unglaubliche Belastungen dieses Land durchmacht, was die Menschen ertragen müssen, die dauernde Angst vor Alarm, nachts aufstehen, geweckt werden und vor allen Dingen in den besetzten Gebieten die Schilderung, was Leben unter russischer Besatzung bedeutet hat. So grauenhafte Geschichten, man kann sie sich kaum vorstellen. Also von Normalität kann man bei weitem nicht sprechen. Wir haben gerade schon mit unserem Kollegen Paul Ronzimmer darüber gesprochen. Wahlen in solch einem Land, ist das kommendes Jahr in Ihren Augen möglich? Kaum. Ist ja nicht nur, dass Teile der Ukraine nach wie vor besetzt sind von Russland und die Menschen dort nicht wählen können. Es gibt 14 Millionen Flüchtlinge. Davon sind 7 Millionen etwa im Ausland, 7 Millionen intern. Die sind aber nicht registriert als Wählerinnen in den Orten, in denen sie jetzt sind. Und unter den Bedingungen des Krieges, ständiger Raketenangriffe, kann man sich kaum einen regulären Wahlkampf vorstellen. Also natürlich ist es wichtig, dass das Kriegsrecht nicht auf Dauer jetzt gestellt wird und die Ukraine zurückfindet zu normalen demokratischen Prozeduren. Aber man sollte jetzt mal einen Moment die Luft anhalten und keinen Druck auf die Ukraine auszuüben, Wahlen unter Bedingungen durchzuführen, denen sie kaum möglich sind. Es scheint unbestritten, dass dieser Krieg auch bis ins nächste Jahr reichen wird. Die Ukraine plant schon mit einer neuen Offensive, wo die F-16 dann beispielsweise im Frühjahr auch eingesetzt werden können. Aus Deutschland gab es jetzt neue Lieferungen, neue Unterstützungen, aber vor allem die Taurus-Marschflugkörper, die stehen auch immer auf der Wunschliste. Bundeskanzler Olaf Scholz zögert. Nach dem, was Sie dort gesehen haben, verstehen Sie das? Ich kann das schwer nachvollziehen. Wenn Sie mit Soldaten sprechen, die an der Front gewesen sind und die Ihnen schildern, in was für einem großen Nachteil Sie sind gegenüber der großen russischen Armee, die, wo Putin überhaupt keine Probleme hat, Zehntausende von Soldaten an die Front zu werfen und sie auch umkommen zu lassen. Und mit diesen Raketen, mit allem, was man haben kann, vor allen Dingen mit der Luftüberlegenheit, die einfach bedeutet, dass ganz, ganz viele ukrainische Soldaten und auch Zivilisten ihr Leben verlieren und das nicht verlieren würden, wenn sie besser ausgerüstet wären und besser das zerstören könnten, was zu Russlands Aggression und Vernichtung führt, was das möglich macht. Insofern finde ich diese Debatte, die wir uns leisten, wenn wir in die Ukraine selber schauen und sehen, dass die Ukrainer auch unsere Demokratie schützen, weil Putin hat gesagt, dass er mehr will als die Ukraine, dann finde ich das schwer nachvollziehbar. Es gibt auch die Rufe immer wieder aus dem Westen, auch jetzt wieder, nach mehr Diplomatie. Kann sich das der Westen überhaupt aktuell leisten, das der Ukraine immer wieder mit Nachdruck auch zu sagen? Die Ukraine versperrt sich ja nicht gegen Verhandlungen. Sie hat aber sehr klare Bedingungen dafür definiert, nämlich dass Russland seine Truppen zurückziehen muss und bereit sein muss, die territoriale Unversehrtheit und politische Souveränität der Ukraine anzuerkennen. Und das sind Forderungen, die nicht verhandelbar sind, auch übrigens in unserem Interesse. Wenn wir akzeptieren würden, dass ein Aggressionskrieg und eine endlose Kette von Kriegsverbrechen, die von Russland ausgehen, noch belohnt wird durch territoriale Gewinne, würden wir nicht nur die Ukraine amputieren, sondern die europäische Friedensordnung wäre praktisch in Trümmern. Ja, wir verteidigen da auch unsere Sicherheitsinteressen und unsere Werte.
Und dafür müssen wir die Ukraine so lange unterstützen, bis sie in einer Position der Stärke ist. Verhandlungen mit Russland sind erst möglich, wenn Russland am Rande einer Niederlage steht. Vorher wird Putin nicht bereit sein, irgendwelche Abstriche zu machen. Wenn wir noch einmal auf die Unterstützung blicken, würde ich gerne auf die Zivilgesellschaft auch blicken. Zu Beginn des Krieges war die Solidarität riesig. Es gab viele Spenden, LKWs, die jeden Tag dorthin gefahren sind. Wenn Sie dort sind, spürt man das noch immer? An was fehlt es den Menschen? Wir reden immer über Waffenlieferungen, aber was fehlt sonst noch in der Ukraine? Vor allen Dingen fehlt natürlich nach dieser großflächigen Zerstörung von Städten, vor allen Dingen im Osten. Es gibt ja Orte, die fast nicht mehr existieren. Also es fehlen natürlich Unterkünfte. Und die kann man nicht mit Lastwagen und Hilfsgütern von uns ganz schnell bringen. Es gibt keinen Hunger nach unseren Kenntnissen. Was aber fehlt, ist, dass sich frei bewegen können, dass Kinder zur Schule gehen können, dass sie auf den Spielplatz gehen können. Wir haben erlebt, was Corona mit unseren Kindern gemacht hat, mit dieser Isolation. Diese Kinder erleben auch noch die ständige Angst, denn jede Rakete kann in das eigene Haus und in die eigene Wohnung einschlagen. Es wird sehr wohl gesehen in der Ukraine, dass es in Deutschland viel Freundschaft und viel Sympathie gibt. Und das wird anerkannt und gewertschätzt. Insofern sind wir dort wirklich doch herzlich empfangen würden, aber es wird immer begleitet von: Bitte gibt uns mehr militärische Ausrüstung, damit dieser Krieg möglichst schnell zu Ende ist. Wir wollen wieder in Frieden leben. Und es gibt durchaus Irritationen im Hinblick auf die Ziele, die die Bundesregierung, vor allem Bundeskanzler Scholz, in diesem Krieg verfolgt. Ja, wenn er immer wiederholt: Die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Was fehlt, ist ein klares Bekenntnis dazu, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen soll und muss, und zwar im Interesse Europas. Das hat aber Verteidigungsminister Pistorius doch sehr klar ausgedrückt. Einmal. Möchte ich gerne zur Ehrenrettung der Regierung sagen. Zumindest da. Wir warten darauf, dass Olaf Scholz sich dann vielleicht auch in diese Richtung äußert. Ihnen beiden vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in das Leben in der Ukraine aktuell. Dankeschön. Gerne. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.